Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans und herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog hier in der Off-Season. Der Europapark hat ja geschlossen, aber der Wasserpark vom Europapark, und zwar Rolandica, hat weiterhin geöffnet und angeblich solle heute die neue achtspurige Racing-Rutsche Viking Loop aufmachen. Der Rutscheturm dazu, Nordisk-Turm, der hat schon seit Ende Dezember offen. Den erkunden wir heute mal. Ich bin natürlich unglaublich gespannt, wie mir die neue Rutsche gefalle, und nehme euch heute ein bisschen mit in den Europapark. Wasserpark Rolandica. Auf geht's! Danke. So, wir haben jetzt in Rolandica eingecheckt. Wir verwenden heute einen freien Eintritt von unserem Ressort Pass Gold. Es ist Mittwoch unter der Woche. Der Wasserpark ist aktuell nicht so gut besucht, weil es einfach nirgendwo Ferien hat. Ich glaube, Frankreich fängt jetzt demnächst an mit Fasnachtsferien. Übernächste Woche hat es dann hier in Baden-Württemberg auch fast eine Woche Fasnachtsferien. Ich denke, da wird es ein bisschen ausgelasteter sein, aber momentan ist unter der Woche hier in Rolandica echt ziemlich ruhig und man muss nirgends wirklich lange anstehen. Umgezogen geht's für uns jetzt in die Wasserwelt, doch halt, Snorri hat noch ein paar Regeln für uns. Richtig. Wir sollen uns duschen vor dem Baden, wir sollen auf unsere Kinder aufpassen, die sind aber nicht vorhanden. Wir sollen Badekleidung tragen, Nacktbade ist dann somit auch gestorben. Wir sollen auf andere Badegäste aufpassen, das heißt niemandem hinter reinrutsche. Es gibt genügend Platz für alle, bitte reservieren Sie keine Liege. Scheitert schon hier, ich habe nämlich schon meinen Umkleideraum reserviert, und wir sollen auf mitgebrachtes Essen verzichten. Dann bleibt der Gaskocher wohl auch im Spind heute. So, ich stehe jetzt hier in Rolandica, genauer gesagt im Bereich Ragnarkor. Das ist die Stelzerstadt mit denen beide Freefall-Rutsche, Duckdrop und Wildfall mit Odinras und dem Wild River Wildström. Und genau da befindet sich jetzt auch ein Durchbruch von der ursprünglichen Halle in Richtung dem neuen Rutscheturm, Nordisk-Turm. Da gibt es nicht nur neue Rutsche, sondern auch Gastronomieangebot, Liegebereiche, Relaxbereiche. Ich bin richtig gespannt drauf. Ich muss ehrlich gestehen, den Rutscheturm selber mit den Liegebereichen, den habe ich vor zwei Wochen schon entdeckt, aber mit denen neue Rutsche wird das Angebot jetzt natürlich komplettiert. Ich glaube, die mache erst ein bisschen später heute im Laufe des Tages auf, aber wir testen jetzt trotzdem mal vielleicht schon mal das gastronomische Angebot, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Ja, ich befinde mich jetzt in dem neuen Bereich Nordisk-Turm. Das ist nicht nur ein reiner Rutscheturm, sondern hat, wie schon erwähnt, Liegebereiche, neue Gastrobereiche. Und es ist, würde ich sagen, wie im Europapark selber auch. Bevor wir jetzt uns erstmal ins kühle Nass stürzen, testen wir erstmal die Gastronomie. Und hier gibt es den Viking-Snack. Der hat jetzt dieses Mal tatsächlich offen. Und da gibt es anscheinend eine tolle Abwechslung zum restlichen Food-Angebot in Rolandica. Leckere Bowls, und so eine würde ich jetzt echt mal probieren. Ich habe gesehen, es gibt, glaube ich, sogar schon eine Sushi-Bowl. Richtig geil.
Ich habe mir jetzt mal die Sushi Bowl gegönnt. Die gibt es sowohl mit Lachs als auch vegetarisch. Ich habe die Variante mit Lachs. Und Alter, das wertet das Food-Angebot in Rulandica echt mega auf. Da ist Bulgur drin, so rote Beete-Salat, Karotte, Algesalat und eben drei Lachs-Sushi. Ich glaube mit Frischkäse. Sieht richtig lecker aus und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich habe jetzt schon mal von der Bowl probiert und ich muss sagen, ich bin ja jemand, der die Gastro gerade im Europapark auch echt mal kritisiert, aber die ist echt richtig, richtig lecker und ist auch wirklich reichhaltig, weil viel Reis oder beziehungsweise Bulgur mit drin ist. Es sind drei große Sushis drin und geschmacklich absolut top. Und uns wurde jetzt gerade gesagt, dass wohl das reine Sushi-Angebot auch noch ausgebaut werden soll. Und das ist für einen Wasserpark dann halt schon echt krass, weil bisher gab es halt auch in Rulandica eher Pizza, Pommes, Pasta und Burger. Und jetzt hat man sowas. Finde ich richtig schön. So, nachdem ich ein bisschen den unteren Bereich von dem neuen Rutscheturm erkundet habe, wo jetzt eben die Gastronomie war, einige Liegeplätze und der Auslauf der Racing-Rutsche, zu der mir später in diesem Videoblog noch kommen werde, erkunden wir mal die weiteren Bereiche des neuen Rutscheturms. Einer, das muss ich leider sagen, hat heute geschlossen, und zwar der ab 18 Bereich Stillhead Loft. Das ist ein Ruhebereich, den man vom Style her am ehesten mit dem Style des Kronazer Wellness-Bereichs vergleichen kann. Aber es gibt auch das Lagerhus, da stehe ich jetzt direkt davor. Da wurde auch ein Durchbruch auf der zweiten Etage sozusagen gemacht von Rulandica, und der bietet wirklich viele Liegeplätze und ist, wie ich finde, total gemütlich geworden. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Liegebereich Lagerhus ziemlich gut. Es ist mit der typischen Detailverliebtheit gestaltet. Es ist ein Lagerhaus, dementsprechend findet man an vielen Liege so Andeutungen, was da gelagert wird, zum Beispiel Fisch oder Krabbe und so weiter. Und was ich richtig cool finde, hier hinter mir gibt es am Liegebereich so ein Panoramaglasfenster, wo man die letzte Abfahrt der neuen Mad Racer-Rutsche sieht. Und das ist schon ziemlich cool. Trotz dass es hier ein relativ großer Raum ist, hat man mit vielen Raumtrennern gearbeitet, sodass hier doch eine gewisse Gemütlichkeit herrscht. Und klar, es ist jetzt relativ wenig los. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn hier mal alles belegt ist, aber ich glaube, dass es hier doch vielleicht ein paar Dezibel leiser sein könnte als in der großen, richtigen Rulandica-Halle dann. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich Fische absolut eklig finde und ich es überhaupt nicht schlimm finde, dass man Rulandica mit entsprechenden Theming-Objekten arbeitet? What? Wie wir aus dem Panoramafenster oben in dem Liegebereich erkennen konnten, habe jetzt die Rutsche für einen Publikumsbetrieb eröffnet. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Es handelt sich tatsächlich um eine achtspurige Racing-Rutsche von ProSlide. Das Ganze benutzt man mit einer Matte, man rutscht Kopf voraus. Es ist die zweitlängste Rutsche hier in Rulandica, beziehungsweise die Anlage selber ist die zweitlängste Rutscheanlage in Rulandica. Denn es sind ja 8 Rutsche nebeneinander. Das ist richtig krass, sieht auch von außen wahnsinnig gut aus. Und ja, ich freue mich jetzt und bin natürlich gespannt, ob sie uns gefallen werde.
Also man sieht schon, es ist wirklich eine riesige Rutscheanlage. Der große Auslauf, da laufen die Leute raus mit Matratze. Hier putzt gerade jemand. Und hier befindet sich auch so eine Zuschauertribüne mit verschiedenen Screens, mit Zeitmessung und nochmal ein Screen, wo das Logo des neuen Rutscheturms Nordisk Touren draufsteht. Das heißt tatsächlich Nordisk Touren und nicht Nordisk Turm, wie ich immer dachte. Wir stehen jetzt an der Mattestation, wo wir uns eine dieser Gummimatte nehmen können. Die müssen wir dann auf den Rutscheturm hochtragen. Und ich glaube, bevor es jetzt erstmal zum Rutschespaß geht, heißt es Treppe steigen. Mir zwar wird gerade bewusst, dass wir das 8-mal machen müssen. Es gibt 8 Rutschen, wir müssen 8-mal da hoch. Ja, es sind 8 Rutschen nebeneinander und deswegen heißt es auch 8-mal den relativ hohen Rutscheturm besteige. Ich habe schon gesehen, man macht es so, man trägt die so. Ja, okay, ja. Dann werden wir gleich mal schauen. Es sind ja tatsächlich 8 relativ ähnliche Rutsche. Ich glaube aber trotzdem, dass die je nach Position und Radius am Ende und am Anfang unterschiedliche Kräfte haben. Ich glaube, in der Dynamik unterscheidet es sich dann doch ein bisschen. Jetzt ist aber genug gesagt, jetzt gehen wir hoch und ich freue mich total. Let's rutsch! Also ich würde sagen, das ist ein absoluter Lifehack. Rutschutensilien hochtragen, ohne zu tragen, sondern sich einfach über den Kopf klemmen. Und schon hat man leichtes Spiel beim Besteigen des Rutscheturms, der übrigens thematisch echt richtig gut gelungen ist. Also das, was man, ich sehe nichts mehr, bei Winterhall so ein bisschen oftmals kritisiert hat. Dankeschön. Das hat man hier verwirklicht. Das ist wirklich Thematisierung bis fast an die Decke hoch. Die Decke ist übrigens doch thematisiert und zwar ist da wie so eine Seilbahn aufgehangen mit so Lore, die so diamantene Glassteine hochtransportiere. Das finde ich richtig cool und ihr seht, es flackert zwar ein bisschen auf der Aufnahme, aber der Turm ist wirklich hoch. Ich glaube, das ist jetzt die 6. Treppe und ich glaube, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Rutschenturm 3 ist mir zu hoch. Also da geht es echt ordentlich hoch, die Rutsche sind aber ordentlich lang. Ja. Vikinglob. Hier verbrennen sie ihre Kalorien. Erstes Mal Vikinglob. Ich hoffe, es scheitert nicht am Einsteiger. Man wirft sich da. 2, 1. Uah! Hallo! Oh! Die sind ganz schön eng. Uah! Wow! Wow! Oh! Alter, das war jetzt überraschend rasant und ich bin jetzt eine der äußeren Rutsche gerutscht, die wohl nicht so enge Radien haben soll. Und das war schon echt anspruchsvoll, nicht von der Matte zu fliegen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit 100 Kilo relativ schwer bin, aber ich muss sagen, super spaßige Anlage bis jetzt, also bis die eine Rutsche, die ich jetzt gemacht habe und auch vom Theming her absolutes Topniveau in Rolandica. Es wurde ja oft kritisiert, dass das Theming nicht zu Ende gedacht wurde bei der Rutsche. Hier hat man es wirklich von unten bis oben durchgezogen mit Thematisierung. Selbst die Einstiege sehen richtig gut aus und wir schwingen uns jetzt nochmal drauf auf eine der mittleren Rutsche und dann bin ich mal gespannt, ob ich heile unten ankomme. Auf geht's. 2, 1. Oh! Oh! Oh, Wasser! Oh! Alter, das ist ein anderes Kaliber. Leck mich am Arsch! Boah! Boah! Da spritzt einem ja mehr ins Gesicht als bei John Thompson, ey. So, unser Lifehack wurde schon übernommen.
Aber es ist echt praktisch, man muss die Matte nicht hochschleppen. Jetzt kriegt ihr mal ein On-Ride von der Rutsche, das dritte und letzte On-Ride, was ich hier für euch mache, und zwar rückwärts. Und hier scheint mir die Sonne ins Gesicht. Die Panoramafenster sind echt richtig, richtig schön. Oh, das ist ja dieselbe wie vorhin. Ja, was soll ich zum Abschluss sagen? Es ist jetzt, weiß ich nicht, das wievielte Mal in diese etwas mehr als 3 Jahre seit Rolandica existiert und da noch eingeschlossen fast ein Jahr Lockdown davon, in der ich eine echt große Neuheit in Rolandica hier erkunden darf. Und das finde ich eigentlich mega. Man hat Zweigerock mittlerweile dazu gebaut. Man hat Tonnewirbel letztes Jahr eröffnet. Dann gibt es noch den neuen Wellnessbereich Hüggedal. Und jetzt diese große Erweiterung mit der 8-spurigen Racing-Rutsche. Es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Die Anlage sind je nach Position relativ rasant, aber wie ich finde, trotzdem für jeden geeignet. Es ist eine super Erweiterung für Rolandica. Nicht nur die Rutsche, sondern wirklich insgesamt auch das Gastroangebot, die neue Liegebereiche. Ich finde, die werde den oftmals kritisierte zu kleine Indoor-Bereich von Rolandica, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann, nochmal deutlich auf und steigern natürlich auch die Attraktivität. Ich freue mich jetzt noch ein paar Runden drauf zu drehen. Ich hoffe, es ist okay, dass ich euch nur insgesamt 3 Durchgänge gezeigt habe, aber am Ende sind es doch immer mit kleinen Unterschieden gleiche Rutsche. Sie machen unglaublich viel Spaß und wir stürzen uns jetzt nochmal in die Flute von Rolandica. Und von mir war es das jetzt. Bis dahin, bleibt dran. Ciao.